Namaste, Namaste, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem kurzen Teaser zu diesem Thema, die freien Medien brennen, bereits aufgeschaltet auf unserem KIMI Report 2. Ihr wisst ein bisschen warum. Um was geht es in dieser Geschichte hinter der Geschichte auf unserem zweiten Kanal? Wir schauen mal, wie diese Impfkampagne in den ersten 5 Monaten in der Schweiz angelaufen ist. Wie viele sind schon 2-mal geimpft? Wie viele sind schon 1-mal geimpft? Warum will man Kinder impfen? Was sind die Hintergründe? Alles Zahlen offiziell vom Bundesamt für Statistik und vom Bundesamt für Gesundheit, dass man mal so wirklich einen Überblick hat per Ende Mai 2021. Wir schauen noch einmal zurück in die Arena vom 28. Mai 2021, die Abstimmungsarena zum Covid-Gesetz 19, schauen nochmals den Protagonisten, allen voran Alain Berset, Bundesrat und Gesundheitsminister, und Michael Bubendorf, Mediensprecher der Freunde der Verfassung, die außerparlamentarische Organisation, die ja das Referendum ergriffen hat gegen dieses Covid-19-Gesetz und in dessen Aktionskomitee ich auch Einsitz habe. Wie haben sich die Protagonisten geschlagen? Wie haben sich aber auch die anderen Vertreter von Pro und Contra geschlagen? Und wie hat sich auch der Moderator Sandro Brotz viel kritisiert, gerade aus unseren Skeptikerkreisen. Bereits jetzt kann man, möchte ich sagen, er hat sich besser geschlagen, als ich gedacht habe. Jawohl, weil wir wollen ja fair bleiben, wir wollen fairen Sport haben. Aber wir schauen ganz genau hin, was da gelaufen ist. Und wir schauen der Titel der Geschichte, was ist los bei den freien Medien. Und da gibt es doch einige, die es nicht mehr gibt, weil sie gelöscht wurden. Wir schauen auf einen Begründungsartikel von NDR und WDR, von vor allem Georg Mascolo, von WDR und NDR. Was sind die Begründungen, warum man diese gewisse Kanäle schließen tut und andere wiederum nicht? Und was macht das eben auch mit uns? Was bedeutet das auch für die Demokratie? Für den in Amerika wäre es der First Amendment, also der erste Zusatz der amerikanischen Verfassung, glaube ich 1776, spricht ja vom Free Speech, also von der freien Meinungsäußerung. Wir analysieren da nochmals ganz genau, was davon noch übrig geblieben ist. Also, wie früher musste man noch zum Fernsehen gehen und eine Taste drücken, umschalten, ganz kurz den Kanal wechseln auf KIMI Report 2. Lasst bitte auch da einen Daumen hoch da, lasst bitte vor allem bei KIMI Report 2 ein Abo da. Wir sind euch sehr verbunden dafür, weil das Motto ist ja, you never know. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, bis sehr bald auf dem anderen Kanal. Also danke fürs Zuschauen. Salut, bis sofort.